Benny hat hier irgendwas Mystisches gefunden. Heftig. Hallo Freunde des lustigen Videos, willkommen zu einer kleinen Ausfahrt hier mit dem K5 Blazer. Kameramann, heute mal wieder mein guter Kumpel Benny. Servus. Jo, wir nehmen euch heute mit auf ein kleines Abenteuer. Fast ein Jahr ist es her, da habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet und Benny war dabei. Wir haben das erste Video zusammen gemacht und haben eine kleine Übernachtung hier im Auto gemacht und sind ein bisschen rumgekurvt. Und das werden wir jetzt heute wieder machen. Wir suchen uns ein schönes Plätzchen drüben im Elsass. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. Also, los geht's. Es geht ab. Servus. Jo, eben, wir nehmen euch heute mit und ja, wir stehen aktuell gerade im Stau. Wir sind auf dem Weg ins Elsass und der normale Rheinübergang ist leider gerade gesperrt. Jetzt müssen wir mit der Fähre fahren, ist ja auch eine coole Sache, aber hier staut sich halt gerade mächtig. Deswegen, ja, let's play the waiting game. Hi. Jo. Wir haben Folgendes vor. Wir haben uns nämlich mal ein paar schöne Locations ausgesucht, ein paar Burgruinen und ich glaube ein kleiner Wasserfall ist noch dabei. Eventuell werden wir an einem kleinen See übernachten, wissen wir aber noch nicht so genau. Ja, ich habe das letztes Wochenende schon mal ein bisschen ausgekundschaftet in der Gegend. Ist ziemlich geil dort, ist ziemlich ruhig und da gibt es auch Plätzchen, wo man stehen darf im Auto über Nacht. Und ja, werden wir mal sehen. Unterwegs auf jeden Fall noch einkaufen, ein bisschen Proviant mitnehmen. Feuer machen ist dort natürlich dort nicht. Aktuell hohe Waldbrandgefahr, werden wir deswegen auch nicht machen. Logisch. Und ja, keine Ahnung, mal schauen, was sich so ergibt. Wir werden es euch zeigen. Ah, das geht schon los. Ah. Na nun, hier dreht sich alles. Das war nicht alles ganz arg. Ich muss reiern. Na nun, mir ist duselig. Gleich geht's weiter. Hier kommt nicht mal zu. Das ist doch ein Asshole, Anfänger, oder? Fantastisch, endlich mal.
Infanterieausfahrt in diese Chevrolet Blazer. Wir sind hier irgendwo im Gallierland unterwegs. Wo der Rauspuff klingt so schön. Das ist die Olli. Wahrscheinlich habe ich mich wieder irgendwo verfahren. Ja, mal schnell in die Dose gucken, wie spät es ist, ne? Jo. Ja, jetzt zeige ich für noch eins. Ja, da geht noch was. Zwei, eins, Feuer! Der Abschnitt, Kerle. Ja, so ein Käse. Fahr mal da. Was weiß ich wo. Ja, auf dem Parkplatz. Wollte ich mal fahren. Wieso? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ja, bei dem ersten Chateau. Kann doch gar nicht sein. Ja, doch, das wird irgendwo da oben sein. Kann auch nicht sein. Es geht doch links rum. Das ist kein Chateau mit drei Hühnern. Bonjour. Wir sind jetzt hier an der ersten Location angekommen. Wir haben noch eine kleine Fußmarsch vor uns. Aber das stört uns nicht. Wir sind Naturburschen. Und wie ihr sehen könnt, der Weg ist steil. Sehr steil. Aber die Kamera schwenkt sich mit. Schade. Ich wollte ein bisschen betrügen. Also wir haben jetzt ungefähr noch 1,5 Kilometer. Jo. Vor uns. Steil bergauf. Zum Glück war unsere Mutter eine Bergziege. Unsere Mutter? Was sagst du hier über meine Mutter? Das sind doch alles Kinder von Eva. So ein bisschen Wasser nachher. Kann jetzt schon immer. Gott, das geht so hoch. Ich würde sagen, da hoch. Das sieht immer gut aus. Nee, nee, nee. Ja, ja, das ist doch Abkürzung. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich schwöre. Ah, ja. Alle, alle. Oder ran, voll. Och, das schau sich an, wie steil das Ganze hier ist. Ah. Guck mal, wo der Olli ganz ist. Olli, Olli. Jetzt gibt er auf. Was ist denn los? Achso, ich dachte, das wäre ein Yeti. Das muss der Olli. Das klingt aber so. Das wäre einer. Wer wäre doch? Dave ist nicht da, Mann. Ja, weit ist es nicht. Ich hab gerade geguckt auf der Karte, ich weiß, wie weit es ist. Frag mich nicht. Alter. Puh. Los. Es reicht. Benni hat hier irgendwas Mystisches gefunden. Benni, was ist das? Ja, ja, jetzt.
Jetzt geht's los. Hm. Jetzt geht's los. Was ist das? Man nennt es auch Steinkreis. Dieses hier würde ich als Steinkreis? Ja, Steinkreis. Das nennt man eine Steinsäule. Das ist nicht ein Stein an der Kühlschrank. Ich würde sagen, die Ausrichtung nach Baumhausen und Waldhausen sagt uns, dass hier jemand war, der das Plätzchen einfach schön fand. Wir nehmen jetzt hier die Abkürzung. Sag ich jetzt mal. Folge einfach hier dieser Steinspur. Irgendwas Mystisches. Holzig und sperrt. Wo? Du hast dich gebissen. Ja, ja. Das ist ein Römer, Werner, würde ich sagen, das ist eine Straße. Kram. Ja. Ich hab nur Krumm. Den Schuh kannst du zu Hause putzen. Die Taschen mit mir stecken sogar in der Sohle. Was? Das ist ein krasser Schuh. Abkürzung. Wir haben schnaufenderweise das Ziel erreicht. Wieso? Na nü. Wetter. Guter Apparat. Ja, ein bisschen Eingang. Oh, geil. Geil. Was für eine riesige, geile Sandsteinplatte. Das ist ja der Hammer. Dann diese richtig fette alte Ruine. Heftig. Ja, schon ein sehr cooles Gemäuer. Ja, es ist halt so vieles hier, das Einsturz gefährdet. Der Wahnsinn! Hier haben wir einen richtig geilen mittelalterlichen Kräutergarten. Guckt es euch an!
fantastisch. Hier im Hintergrund die Ruine, dann dieses alte Hofgebäude. Dann liegt ein wunderschöner Garten. An der kleinen Wasserstelle in der Mitte und aufhängenweise lustigen Kräutern. So, liebe Freunde, wir sind jetzt hier wieder runter von diesen zwei schönen Chateaus und nun auf dem Weg zur nächsten Location. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch auf dem Plan steht. Es war noch irgendwie ein Tempel und ein Wasserfall und wir lassen uns mal überraschen, was als nächstes kommt. Es wird zwar schon langsam ein bisschen dunkel, Straße hier ist durch dieses Dorf hier echt Katastrophe. Uns das Navi hier gerade durchführt. Aber schön. Aber sehr schön, sehr interessant, war wirklich geil hier auf diesen Ruinen und wir sind schon sehr gespannt, was als nächstes kommt. Also, bleibt dran, es geht gleich weiter. Pico bello, eh? Tutti frutti. Wo sind die reichen Schlampen hier? Vollgas. Nö. Vorhin war ja mal. Oh, leck, und was für eins. Noch eins. Schlagloch, ist da ein Meteorit runtergekommen oder was? Also ich habe nicht arg viel Säge dabei. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. So minder dabei? Viel Säge zum irgendwas großartig wegsägen habe ich nicht dabei. Zwischen wegsägen. Wenn es ein Baum, wenn er nachher umgestürzt ist. Und jetzt? Mitten reinstehen, dann müsste das doch gehen, oder? Wenn da noch jemand kommt. Kommt er dran vorbei, oder? Keine Ahnung. Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Wir sind hier an unserer übernächsten Location angekommen, weil zu der zweiten Location konnte man nicht hinfahren. Das war zu weit weg und wir wollten ja heute noch mal ein bisschen was sehen, hatten ja noch zwei andere Ziele auf dem Plan. Deswegen sind wir jetzt wieder hier im Wald angekommen. Lustiger, geiler Weg. Und man kann schon im Hintergrund ein bisschen plätschern hören. Hier gibt es einen Wasserfall. War kein riesiger Wasserfall, aber immerhin kommt da noch Wasser runter. Jo, da werden wir jetzt mal hinpilgern und schauen uns das mal an.
Benny. What the? Ist nicht euer Ernst. Hier wohnt irgendwas und das hat Mülltonnen. Das heißt, hier kommt die Müllabfuhr irgendwann mal hoch, oder? Krass. So, leise da durchschleichen. Ich glaube, die sind auch sehr überrascht. Alle Reiskocher und können uns auch mit angemessener Geschwindigkeit verfolgen. Krass. Das ist aber ja mal krass. Also wirklich im absoluten Scheiß nirgendwo. Hier oben auf dem fucking Berg so eine Pferderensch. Und dieser Weg dahin, das ist ja echt nicht der normalste. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben heute hier die Nacht verbracht, nachdem wir gestern Abend hier noch sehr spät angekommen sind. Und ja, wir haben hier im Wald ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Hier noch eine kleine Hütte nebendran. Und ja, das war hier unser Schlafplatz. Heute Morgen kamen zwar schon die ersten Wanderer vorbei, aber ansonsten wirklich sehr ruhig gelegen hier im Wald. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal hier ein leckeres Frühstück basteln. Bis gleich. So, jetzt als erstes mal Kaffee kochen. Jo, wie viel nehmen wir denn da? Ein, zwei, drei? Zwei Leute, zwei. Zwei Leute? Hm? Ja, zwei Leute. Wir zwei Leute, zwei Löffel. So. Achso, ja. Zwei Löffel Kaffee. Ja, reicht. So. Da ist noch jemand ein bisschen verschlafen. Schlafen. Jo, wir sind hier gestern sehr spät noch an unserem vierten Ausflugsziel angelangt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, hier noch mitten in der Nacht zu diesem Tempel da hoch zu pilgern. Es war wirklich eine halsbrecherische Aktion. Es war dunkel, gut, wir hatten Stirnlampen dabei, aber es war recht schwieriges Gelände und ja, Kamera konnte man nicht filmen im Dunkeln. Deswegen werde ich euch da hier noch ein paar kleine Ausschnitte und Bilder dazu zeigen zu diesem Tempel. Wir werden jetzt auch heute nicht nochmal hochlaufen, weil einfach zu weit, zu lange.
Wir werden jetzt hier gemütlich in der kleinen Hütte frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Der Kaffee kocht schon mal so vor sich hin und ja, der Rest ist auch schon gerichtet. Danach gibt es hier noch lecker Bacon, Eier, Würstchen. Aber erstmal muss der Kaffee fertig sein. Und dann versuche ich jetzt noch ein bisschen den Grill auszurichten. Ja, jetzt geht's los. Nachdem wir gerade exzellent gefrühstückt haben, haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und sind hier an unserem Rückreise-Zwischenziel angekommen. Und zwar an diesem schönen kleinen See hier. Auch wieder mitten im Wald gelegen. Auch ein wunderschönes Plätzchen, wo man die Nacht verbringen kann. Da ist noch eine kleine Jugendherberge hier nebendran. Man hört auch ein bisschen Kindergekreische. Aber ansonsten ist hier hinten eben ein großer Parkplatz, wo man eben auch übernachten darf. Ja, wirklich eine wunderschöne Tour hier. Ja, es ist doch eine etwas größere Jugendherberge. So komplett ungestört in der Natur ist man hier leider nicht. Aber ein wunderschönes Plätzchen. Ja, dann werden wir uns mal wieder auf den Weg machen.
liebe Freunde, wir sind jetzt gerade eben über den Rhein zurück nach Deutschland gekommen und somit wieder zurück in der Heimat. Ja, damit endet dann auch hier unsere kleine Abenteuerreise und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, uns hier beim Pilgern und Auskundschaften ein bisschen zuzuschauen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Deswegen, wie immer, Kanal abonnieren, Like nicht vergessen und dann ja, sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Dann macht's mal gut. Bis dahin, euer Olli. Und der Benni. Ciao, ciao.